Party, die Megaparty hier in Breitenbach. Und nachdem wir am Anfang das erste hiesige Gucken gespielt haben, haben wir nachher auch dürfen vorzugucken, von Rina K. treffen. Mir ist Daniel Hauser. Daniel, sag mal, ist das mittlerweile gang und gäbe, dass Guckenmusik zuerst muss einheizen, bevor der DJ aufwärmen darf? Ja, es kommt immer mehr vor, dass an X-Fester einfach ein Gucken dazugehört. Und wir machen das, weil es uns auch Spass macht, ja. Okay, jetzt habe ich mitgekriegt, du bist ganz neu führend ins erste Glied gestanden. Ja, also auf die GV haben wir einen neuen Major gesucht und ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Und ja, bin vom Verein angenommen worden, was mich extrem freut. Und es ist ein Hammer-Feeling jetzt in diesen fünf Proben und jetzt an diesem riesen Auftritt gerade als erstes der vorne zu stehen. Ja. Jetzt, wie geht es generell den ganzen Gucken? Ich habe das Gefühl, da sind wieder ein bisschen gewachsen. Da sind extrem kompakt hier angekommen. Habt ihr eure Ziele wieder aufgesteckt? Ja, stimmt. Wir haben einen riesen Neuzugang gehabt dieses Jahr. Wir sind 14 Neumitglieder, die wir das Jahr erzählen dürfen. Das ist so viel wie schon lange nicht mehr. Und jetzt schrauben wir die Ziele ein bisschen auf. Der Spass soll aber immer noch im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das haben wir heute auch gemerkt. Und alles Weitere über die Events und über was Furzgucken macht in Rheinach, können wir bei Ihnen natürlich auf der Webpage sehen. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Schließlich sind wir in Breitenbach an der Megaparty. Komm jetzt rum! So, und da wir bis jetzt wirklich kaum etwas von Breitenbach erzählt haben, nutze die Gelegenheit und hol die grosse Chefin. Ich bin jetzt beim Froni. Froni, ich weiss, du hast nicht gerne, wenn man sagt, die grosse Chefin, aber irgendjemand steht hinten dran. Jetzt haben wir ganz aus Rache gelassen, vor lauter Party machen. Du, eigentlich ist es ja mal zuerst um Fußball gegangen. Sehr, ja. Eigentlich, also das Erste ist sicher Fußball. Aber mittlerweile ist das natürlich zu einem Festwort, das halt sehr gross ist und mit der Unterhaltung auch steht und fällt. Und heute sieht man, es steht mit der Unterhaltung. Du, ich habe gemerkt, hier in Breitenbach und Umgebung, da tut man nicht nur an der Fasnacht richtig festen. Also ist das für euch jetzt so quasi, um das ein bisschen verkürzen, dass es nicht so lange geht auf die Fasnacht? Weil ich merke, also das geht ja ab hier hinten. Ja, es geht wirklich ab hier hinten. Und also es ist einfach toll, die Stimmung ist super, hat viele Leute, es ist alles bestens. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass so viele Leute gekommen sind und dass wir so in diesem Event, so ein Event können machen in Breitenbach. Also los, es werden noch viel mehr rein und die müssen alle noch zahlen, ich lasse die wieder. Okay, tschüss, wir gehen mit rein, kommen mit. Tschüss zusammen. So, und jetzt habe ich den Sven Skutnik hier. Er ist der DJ, der die Halle nach der Gucke richtig zum Brodeln gebracht hat und angeheizt hat. Sag mal Sven, was gibt es eigentlich noch für Ambitionen, wenn man DJ ist? Ich meine, es gibt so viele DJs, die sich überall auf der ganzen Welt ablösen. Wie geht man da weiter? Ist das eine Passion einfach von dir? Sagst du dir, ich werde noch alt mit dem? Also DJ bin ich nicht. Ich bin ja Volksmusiker und spiele steirische Harmonika. Und ich werde alt mit dem, weil es so Spaß macht und ich mache es aus ganzem Herzen. Das heißt, du kommst eigentlich wirklich noch aus der Musikschule, du hast noch klassische Vorbildung. Ja, also Slavko Ausemnik ist mein großes Vorbild und seine Oberkreiner. Mein Vater kommt aus Slowenien und daher die Musik. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen und geboren und habe gedacht, ich mache eigene Songs mit der Harmonika im modernen Sound und das funktioniert ganz gut und das erfreut mich immer wieder. Und jetzt bin ich mal hier in der Schweiz und das freut mich sehr. Ich bin sehr stolz, dass ich mal hier sein durfte heute. Natürlich muss ich hier jetzt auch meinen Bekanntheitsgrad ein bisschen erweitern. Das ist etwas schwieriger jetzt in einem anderen Land, was Neues so auszuprobieren, aber es hat ja ganz gut funktioniert für heute mal. Was sind denn deine Träume? Weil ich habe jetzt auch vorhin, deswegen spreche ich dich drauf an, das Klassische. Ich habe gemerkt, du spielst ja sehr versiert und trotzdem bist du genötigt eigentlich, um dieses Volkswillen uns da runterzulegen. Braucht es das wirklich? Ist es einfach die Masche von heute? Bin ich zu alt? Nein, du bist auf gar keinen Fall zu alt und ich bin auch nicht zu jung. Es ist so, dass natürlich damals das noch nicht so gab, dieses Techno und so weiter. Und heute sind wir einfach in einem modernen Zeitalter angekommen, denke ich mal, wo wir auch die Jugend damit probieren zu kriegen und zu zeigen, hey, schau mal, dieses Instrument kann auch modern sein und die Melodien und die Songs können auch modern sein, auch wenn es, damit es unsere eigene Sprache bleibt. Also es gibt ja so viel Musik, englische Musik, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja unsere eigene Sprache und das sollten wir doch eigentlich voraussetzen.
sagen wir es mal so, du sprichst die Sprache der Tasten, weil Gesang wäre dann auf Englisch, aber die Musik selber, eine Melodie, ist es nicht das Schönste, was es überhaupt gibt? Eine Melodie ist auch das Schönste, was es gibt, und wenn dann der deutsche Text, also der Text, wo man noch dazu textet, dazu passt, dann ist das mehr als 100% und das ergibt einfach diese Harmonie und genau. Und vor allem, wisst ihr was, ein deutscher Text versteht ihr, und ich möchte gerne mal an dieser Stelle auch darauf anregen, wenn ihr mal ein englisches Lied hört, versucht doch zu verstehen, was die Leute eigentlich singen, und danach hätten die das Gleiche auf den deutschen Text machen, und dann tönt es vielleicht das grooviger, wenn man auf Englisch singt, oder hat die deutsche Sprache nicht auch ihren Charme? Also ich finde, die deutsche und die Schweizer Sprache und das Österreichische ist ja fast alles ähnlich. Das sollten wir auf jeden Fall nach oben heben, weil wir kommen von hier, auch die Schweizer, ne? Ich versuche jetzt auch ein bisschen Schweizerdeutsch zu reden, ja, ich kann das auch, weil meine Freundin kommt von hier, oder? Okay, dann kann ich es nicht verheben. Einmal Küchenkästchen. Was? Küchenkästchen. Küchenkästchen. Ich probiere es nochmal. Küchenkästchen. Küchenkästchen. Okay, dann nehmen wir in die Schweiz rein, hä? Unglaublich, wir haben eine Saufreude, Danny hat Miki Krause dürfen antreffen, kurz vor dem Auftritt hier in Breitenbach. Miki, erzähl mir mal, ein großer Klimawechsel jetzt angesagt gewesen, du bist gerade eingeflogen. Ja, ich bin mehr oder weniger gerade eingeflogen, aber so viel schlechter ist das Wetter ja gar nicht in der Schweiz als beispielsweise auf Mallorca. Okay, auf Mallorca haben wir irgendwie 32, 33, aber ich bin heute angekommen, hatten wir auch irgendwie 24 Grad. Also so schlecht ist es ja nicht. Aber ich merke wirklich, wenn ich in der Schweiz bin oder in Spanien bin, kommt dann rüber in die Schweiz und dann wieder nach Deutschland. Also selbst 10 Grad, das merkt der Körper. Ich merke es schon. Wie ist das so generell? Ich meine, du bist die ganze Zeit unterwegs. Es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit da nur dich am Strand in der Sonne fühlst. Das braucht doch eine rechte Kondition so. A, braucht man eine rechte Kondition, die ich auch habe. Ich bin ja Marathonläufer, aber B, braucht man auch wirklich sehr, sehr viel Disziplin. Die habe ich Gott sei Dank, denn ich habe einen wirklich getakteten Terminplan, den muss ich einhalten. Und ich kann nicht sagen, ach nee, heute habe ich mal keine Lust. Dann hätte das zur Folge, dass ich vielleicht heute Abend hier nicht auf der Bühne stehen würde. Und das geht nicht. Also immer ehrgeizig sein, diszipliniert sein und immerhin auch noch Spaß haben. Wie geht's weiter mit Miki Krause? Ich meine, du bist Entertainer, du fährst ein Programm, und wann kommt der nächste Hit? Also wir werden definitiv dieses Jahr nichts Neues machen. Wir haben zwei neue Party-Songs am Start. Einer heißt Bist du braun, kriegst du Frauen aus meinem letzten Album. Dann gibt es einen Titel, der heißt Von vorne nach hinten, von links nach rechts. Der läuft super auf Mallorca. Und 2016 wird es sicherlich ein neues Album geben mit 10, 12 neuen Titeln. Und da hoffen wir natürlich, dass dann der neue Übersong, der Sommerhit 2016 dabei ist. Scheint mir doch, dass du ein durchwegs fröhlicher Mensch bist. Viele Künstler, viele Musiker schreiben Songs in der tiefsten Depression. Brauchst du das bei dir nicht? Also wenn einer nicht depressiv ist, dann bin ich das, weil ich mache gute Laune Musik, und eine wichtige Voraussetzung ist, man muss selber gut drauf sein, um halt eben diese Art von Musik zu machen. Und das bin ich eigentlich immer gewesen. Also viele Leute sagen aber, dem Krause, den kannst du nicht umhauen, den erschüttert gar nichts. Der ist am nächsten Tag, steht er wieder auf und ist gut zufrieden. Und mein Leben besteht einfach darin, glücklich zu sein. Und ich glaube, wer glücklich ist, der rennt auch gut gelaunt durchs Leben. Seit 15 Jahren legt er auf, seit 10 Jahren kennen. Es ist so DJ, und jetzt probiere ich es zum letzten Mal, und ich mache den Fehler nie mehr. Ich habe früher schon immer gesagt, Constanzo oder Costanzo. Und jetzt sagst du es nochmal richtig, und unten wird es eingeblendet. Alex Costanzo.
Also, und der Alex ist wirklich einer, den ich seit ganz vielen Jahren durfte, immer wieder mal antreffen. Ich habe gesehen, wie aus einem jungen Bursch, der noch ab ist und gesagt hat, weißt du, ich nur ein bisschen schrauben, ist er plötzlich weitergegangen. Und jetzt habe ich News für euch. Er hat einen angetroffen, der weiter produziert und Welthits macht in der Schweiz. Und jetzt ist fertig mit dem Danny am Schnurren. Alex, erzähl selber, du bist, gehst ein bisschen neue Weg. Ja, also ich gehe neue Weg. Ich bin jetzt seit letzten Freitag beim DJ Antoine unter Vertrag bei Houseworks. Und ja, jetzt geben wir Gas mit dem neuen Track und tanzen wir zusammen mit dem Dave S. und Schwarzbub zusammen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja. Wir haben dich heute oben auf der Bühne erleben. Du hast auch eine Freude, hast gesagt, neuer Song. Erzähl mir doch jetzt ein bisschen mehr über die neue Konstellation und was da alles daraus passieren soll. Ja, es ist ja so, wir haben die Kooperation eigentlich von diesen drei Künstlern in dem Sinn. Der eine ist ein Party-DJ, dann bin ich als House-DJ. Der nächste ist, der Schwarzbub ist ein Rapper. Und wir sind alle aus der gleichen Region und vor eben, ja, gut um ein Jahr, letztes Jahr im Sommer, haben wir gesagt, komm, wir machen etwas zusammen. Und jetzt ist es so, dass wir den Track fertig gemacht haben. Und ja, DJ Antoine ist auf uns aufmerksam geworden. Wir haben mehrere Künstler hier in der Region. Und es ist natürlich schön für die ganze Region, dass jetzt hier doch jetzt das Ganze weitergeht. Und wir wissen jetzt nicht, was passiert. Wie gesagt, wir sind offen. Wir schauen jetzt, was die Plattenfirma Houseworks macht. Und, ja, wir sind gespannt, was jetzt alles noch kommt. Ja. Wie sieht es denn aus mit dem Schweizer Spruch, mit Englisch, mit verständlichen Texten? Weil international kannst du nicht gehen, wenn du da von hinten führen, einen abrappst. Egal, ob es geil ist oder nicht. Also. Das ist ja so. Also, wir werden schauen, jetzt, was passiert. Jetzt machen wir mal sicher, dass Tanzen wir wieder rauskommen. Sicher natürlich national. Wie es weitergeht, ob man den Track noch wird, auf Englisch oder auf Hochdeutsch einspielen, wissen wir noch nicht. Das heisst, man geht euch auf Facebook klicken, go voten, wie unterstützt man euch? Also ganz einfach, in einer Facebook-Seite, DJ Alex Costanzo auf Instagram, dort einfach drauf gehen, liken und dann werdet ihr eigentlich alle News bekommen und dann sehen wir, was passiert.